Es war vor einem Jahr noch so, dass auch große Studien gezeigt haben, dass Kinder eigentlich fast nie positiv waren. Und wir hatten auch wirklich im letzten Jahr sehr, sehr wenige Kinder bei uns in stationärer Behandlung, aber auch wenige Kinder, die ambulant vorgestellt wurden. Und durch die virulenteren Mutanten ist es so, dass sich das Virus natürlich anders verbreitet und auch bei Kindern schneller verbreitet. Und die aktuellen Zahlen, auch jetzt von heute, Ende März, zeigen, dass auch die kleineren Kinder zwischen 5 und 9 Jahren viel häufiger positiv sind, als das vorher der Fall war und entsprechend natürlich dann auch das Virus weitergeben können an die Familien oder innerhalb ihrer Gruppe, innerhalb der Schule oder Kita. Es ist tatsächlich so, dass die Häufigkeit von psychosomatischen Erkrankungen zugenommen hat und das betrifft Depressionen, Angstzustände, aber auch die Anzahl von anorektischen, das sind ja in der aller Regel Mädchen, hat zugenommen und wir stehen auch in engem Kontakt mit der hiesigen Kinder- und Jugendpsychiatrie, die das Gleiche bemerkt und auch aktuell viel mehr stationäre Patienten hat, als das vorher der Fall war, sodass wir da schon sehr eng zusammenarbeiten, um ja, das versuchen auch kinderärztlich mit abzufangen. Aber die Anzahl an psychosomatischen Erkrankungen ist wirklich häufiger als vorher. Nach meiner Einschätzung ist es, glaube ich, weniger so, dass Kinder selber innerhalb der Familie Schuldgefühle entwickeln. Ich denke eher, dass Familien und natürlich dann auch die Kinder Schuldgefühle haben, wenn das auf andere übertragen wird. Und das kann natürlich in einer Schulklasse eine Rolle spielen, wenn da ein Kind dann identifiziert wird oder eine Familie identifiziert wird, die positiv ist und das dann übertragen wird, die restliche Klasse in Quarantäne muss. Das kann ich mir schwierig vorstellen. Aus diesem Grund wird ja gerade aktuell von der Stadt und dem Uniklinikum ein Projekt durchgeführt, dass man in Klassen Pooltestungen, PCR-Pooltestungen durchführt, sodass man eine Klasse testet und im Prinzip erstmal anonym testet, um zu sehen, ist jemand in der Klasse positiv? Und wenn dann dieses Klassenergebnis positiv ist, geht man dann nochmal dezidiert vor und schaut, wer dann oder welche Familie, welches Kind das tatsächlich ist, um dann weiter natürlich auch Maßnahmen zu ergreifen. Aber das sind dann die nächsten Schritte und das ist vielleicht noch mal anders, als wenn man direkt in der Klasse testet und hat das Testergebnis dann direkt dort vorliegen. Das gibt es tatsächlich und es gibt diese sogenannten Lolli-Tests. Da lutschen die Kinder einfach an dem Teststäbchen für ein paar Sekunden und nach den ersten Untersuchungen sind das ganz verlässliche Maßnahmen, ganz verlässliche Testsysteme und dann kann auch diese Probe mittels PCR untersucht werden. Das ist ja auch ein sehr sensitives Verfahren und das ist dann auch nicht mehr für die Kinder unangenehm. Ich halte es schon für wichtig, dass man auch Kinder zeitnah impfen kann, dass es also einen Impfstoff gibt, der für Kinder zugelassen ist, weil diese Einschränkungen, die Kinder aktuell erleben, dass die Bildungssysteme nicht so funktionieren, dass die Bildungseinrichtungen geschlossen werden oder immer wieder darüber nachgedacht wird, das ist so ein großes Problem für die Gesundheit der Kinder, dass ich wirklich der Impfung auch für Kinder einen großen Stellenwert gebe. Und das will ich an dieser Stelle wirklich auch noch mal sagen. Ich plädiere sehr dafür, dass man natürlich, wenn es nötig ist, auch einen ganz harten Lockdown macht. Und da gehören natürlich dann auch die Bildungseinrichtungen dazu. Aber das sollte wirklich an letzter Stelle stehen. Und die Kinder sollten, das sollte versucht werden, Konzepte zu entwickeln, dass Kinder und Jugendliche gut getestet werden, dass das Virus sich nicht ausbreitet, dass man Wechselunterricht hat. Also es sollte wirklich alles versucht werden, bis man diesen letzten Schritt geht. Der wird irgendwann vielleicht auch wieder nötig sein, aber das ist ganz wichtig. Und die Impfung ist da auch ein ganz wichtiger Part, ganz wichtiger Baustein, um das auch zu gewährleisten.